Hallihallo, Hallöle. Ja, ich habe mir heute mal die Zeit genommen, um euch ein neues Video aufzunehmen. Ich hoffe, das klappt auch alles so wie geplant. Wenn ihr die Vögel draußen zwitschern hört, dann liegt es daran, dass die Tür heute mal offen ist, denn es ist so schönes Wetter, dass wir hier auch mal was davon haben wollen. Ich habe euch wieder einiges zu zeigen. Ich habe im März ordentlich was fertig gestrickt und auch schon was Neues angeschlagen. Aber das werdet ihr am Ende des Videos sehen, was genau. Fangen wir mal direkt an mit den fertigen. Und zwar war das zuerst mal der Leon Hoodie. Und das war ein Teststrick für die Krisa von Krisa Lino. Ich verlinke euch. Ich schreibe euch ihren Instagram-Namen gleich nochmal hier unten rein. So sieht der Pullover aus. Das ist ein Kinderpullover, den man quasi selbst gestalten könnte. Der ist noch nicht, also er war ganz fertig. Ist es jetzt aber nicht mehr, denn ich musste den nochmal aufmachen. Also ich musste den nochmal zweimal aufmachen. Denn zuerst war der ein bisschen zu eng, hier um den Körper rum. Dann habe ich Maschen hier an den Seiten zugenommen, damit er weiter ist. Und dann war er natürlich zu weit. Egal. Dann habe ich ihn nochmal aufgemacht und jetzt ist er von der Breite und von der Länge her perfekt. Jetzt fehlt ihm noch diese Bauchtasche vorne dran. Die muss ich nochmal ranstricken und ich muss die Ärmel noch ein bisschen länger machen. Gefühlt ist das Kind nämlich in die Länge und Höhe und der wird riesengroß. Viel zu schnell. Naja, jetzt ist ja bald wieder Sommer, da machen die sowieso immer einen Sprung. Von daher. Ich hoffe, er passt dann nächsten Winter auch noch, aber so Not mache ich dann die Ärmel noch mal etwas länger. Ja, die Anleitung gibt es, wie gesagt, bei Krisa am Shop. Und gestrickt wird das Ganze zweifädig aus der Drop Sky und der Baby Merino. Die habe ich euch aber auch schon im letzten Video gezeigt, also springt noch mal zurück. Oder guckt in die Projekte, da werde ich heute noch alles nachholen, was ich noch nicht eingestellt habe, in die Projektliste mit eintragen. Ja. Zweifädig mit großen Nadeln. Die Anleitung ist nichts für Leute, die erwarten, dass da alles von vorne bis hinten klein erklärt wird. Denn ihr müsst eine Maschenprobe stricken und anhand dieser Maße strickt ihr dann diesen Pullover. Und ihr nehmt halt Maß an dem, an der Person, für die ihr das stricken wollt. Auf jeden Fall ist der super kuschelig und der wurde auch schon einigermaßen oft getragen und dann nicht mehr ausgezogen, denn mein Sohn liebt ihn. Der ist total weich durch diese Alpaka und die in der Drop Sky. Man sieht das hier an dem Ärmel schon, der fehlt schon ordentlich. Seht ihr das? So sah das übrigens hier unten an dem Körper auch aus. Aber nachdem ich das nochmal aufgemacht habe und neu gestrickt habe, sieht es wieder ganz normal aus. Also das geht wieder weg oder man nimmt so einen Fusselrasierer und geht da mal rüber, dann gehen ja diese pilligen Sachen auch weg. Also gut. Ja. Das war die Nummer 1. Da kann ich euch jetzt auch gar nicht mehr so viel zu sagen, denn das ist jetzt schon ein Monat her, dass ich den fertig gestrickt habe. Also wenn ihr mehr wissen wollt, wie gesagt, im letzten Video erzähle ich da ein bisschen mehr zu. Kommen wir zu dem zweiten Projekt, das ich fertig gemacht habe. Und zwar blende ich euch gleich mal eben ein Bild von der Wolle ein. Diese Wolle, also diese von Hello Stella, die wollte ich schon seit Ewigkeiten verstricken. Also die ist bestimmt seit 2 Jahren in meinem Stash und wartet auf das perfekte Projekt. Die Hello Stella Färbung nennt sich, also ist nach Derek von Grey's Anatomy benannt. Und die musste ich damals unbedingt haben und habe unheimlich viel Geld dafür bezahlt, dass ich die von Amerika hier nach Deutschland kriege. Das war auch, also neben dem Meredith-Strang, der ersten aus dem Club, die einzigen beiden, die ich mir tatsächlich bestellt habe, weil so viel Geld für einen Strang und einen Mini-Strang wollte ich dann doch nicht nochmal bezahlen. Also dafür kann ich mir locker einen ganzen Pullover kaufen. Also Wolle für einen ganzen Pullover. Ja. Also musste ich leider den Grey's Anatomy Club aufgeben. Ich muss ein bisschen aufpassen mit den Geräuschen, glaube ich, im Hintergrund, dass das nicht zu laut wird. Genau, und zwar sind das die einzigen beiden Stränge aus dem Grey's Anatomy Club. Ich liebe Grey's Anatomy und ich muss mir unbedingt die Folgen mal wieder angucken.
Aber ich habe jetzt das Projekt gefunden für diese Wolle. Ich komme hier ganz aus meinem Konzept. Ich habe das richtige Projekt gefunden. Und zwar wollte ich daraus einen Drachenfeldschal stricken. Das ist ja ein Dreieckstuch von Merlin. Nun gibt es aber zwei Probleme. Erstens habe ich nicht genug Wolle von dem zweiten Knäuel, von diesem blauen, den ihr gerade gesehen habt. Und ich möchte kein Dreieckstuch stricken. Tja, wie löse ich das Problem? Ich mache einen Schal daraus. Und zwar habe ich zeige euch den jetzt mal. Der ist nämlich schon fertig, aber die Fäden sind noch nicht vernäht. Das mache ich noch. Ja, angefangen habe ich hier unten. Und dann zieht sich das Muster, ich muss das nochmal ordentlich spannen, ich glaube gewaschen. Habe ich den aber nicht richtig gespannt, nur so im Liegen getrocknet. Und da geht noch einiges in die Breite. Ja. Also, oder zeige ich euch das so? So ist, glaube ich, besser. Und dann sieht man hier ganz schön dieses Hebemaschenmuster aus dem Drachenfeldschal von Merlint. Ich habe mich auch ab den ersten Musterstreifen an die Anleitung gehalten, was die Abstände angeht. Hier. Diese Färbung übrigens, dieses hat sie nochmal speziell Fairy Boat genannt, also nach den Fähren aus der Serie, die Derek ja so hatte. Und auch seine Haube war ja so blau mit weiß und roten Punkten. Ja, dann kommen wir weiter zu diesem gestreiften Teil, wo dann auch die dritte Farbe mit reinkommt. Dieser Strang hier, dieses Blau, das war mit dabei. Davon habe ich auch noch ein mini bisschen übrig. Und dann kommen wir... Also hier wäre jetzt bei dem Tuch eigentlich Schluss gewesen. Aber ich habe hier nochmal, weil ich von dem Hellen noch so einiges übrig habe, ein bisschen von dem Streifen hier eingebaut. Genau, damit es nicht ganz so langweilig blau am Ende ist. So, wie habe ich das Ganze gemacht? Ich habe am Anfang... 3 Maschen angeschlagen und habe die erste und die zweite verdoppelt, dann in der Rückreihe alle Maschen rechts gestrickt und dann zwei, also genau, man nimmt durch Umschläge nimmt man zu, wenn ich habe hier, vielleicht habt ihr es gerade gesehen, so eine Lochreihe am Rand gemacht, das fand ich ganz hübsch. Genau, also 3 Maschen anschlagen, die erste und die zweite verdoppeln, dann sind wir hier, die Rückreihe stricken. Dann 2 Maschen rechts. Wie geht denn das hier? Also immer 2 Maschen rechts, ein Umschlag, dann eine in der Mitte, ein Umschlag und 2 Maschen rechts. Also alle Maschen werden immer rechts gestrickt. Genau. Und dann wird durch diese Umschläge das immer breiter. Das habe ich bis zu der gewünschten Breite gemacht. Und dann, um weiter nach oben zu stricken, also damit das hier nicht noch breiter wird, musste ich ja irgendwann hier hochstricken. Habe ich bis zu den letzten 1, 2, 3, 4 Maschen rechts gestrickt, dann 2 rechts zusammen und dann ein Umschlag und 2 rechte Maschen. Und in der Rückreihe habe ich 3 Maschen rechts mit dem Umschlag und dann nochmal 2 Maschen überzogen zusammengestrickt. Ja, da ich von links nach rechts stricke, müsst ihr das, glaube ich, als Rechtshänder genau andersrum machen. Also erst 2 überzogen zusammen. Ne, ihr müsst das genauso machen. Hört nicht auf mich, ihr macht es einfach genauso, weil ich ja spiegelverkehrt stricke. So, genau. Wer sich das nochmal nachlesen möchte, ich habe das in einem Instagram-Beitrag aufgeschrieben und ich werde es auch mit in die Projekte reinschreiben. Auf meine Revenue-Seite, damit ihr das vielleicht gegebenenfalls selber machen könnt. Denn wer keine Lust auf Dreieckstücher hat, kann ja wunderbar alle möglichen Muster einfach als Stola sozusagen nacharbeiten. Den hätte man auch noch ein bisschen länger stricken können, aber so passt er jetzt genau einmal um meinen Hals. Ja, also für so einen kühlen Abend genau das Richtige. Ich finde, das ist lang genug. So ein Schal reicht das. Oder der ist perfekt für eine Kinderlänge. Kinderhals. Kinderlänge. Ja, genau.
Also, das war Projekt Nummer 2. Dann habe ich endlich angefangen, eben das Motorrad vorbeifahren lassen. Dann habe ich endlich angefangen, mein Projekt für Strick 6 in 2020 zu stricken. Da hat die Jenny von Kanal... Ich habe es vergessen, Fliegenpilz heißt die auf Instagram. Wie heißt sie denn noch? Also manchmal, ne, man schreibt sich alles auf und dann vergisst man diesen einen Namen, obwohl er gerade eben noch da war. Es tut mir leid, liebe Jenny. Ja, auf jeden Fall hat sie die Nummer 2 gewürfelt und das wäre bei mir ja dieses Double-Face-Tuch gewesen. Und dazu hatte ich absolut keine Lust, weder im Januar noch im Februar. Und dann habe ich einfach beschlossen, ich switche Nummer 1 und Nummer 2. Also der Drachen, ne, nicht der Drachenfels. Das Double-Face-Tuch ist nicht gestrichen. Es kommt also irgendwann im Laufe des Jahres nochmal wieder. Und dann habe ich hoffentlich auch die Muße, daran weiter zu stricken. Ja, und Nummer 1 ist nämlich auch ein Tuch bei mir. Und zwar der White-Out-Shawl. Und mit dem war ich schon ein ganzes Stück weiter als mit dem Double-Face-Tuch. Deshalb habe ich den jetzt zuerst gestrickt, damit ich das erste Projekt für Strick 6 in 2020 noch fertig kriege. Und ich war ungefähr so weit. Hier fängt man an. Das ist übrigens auch eine Anleitung von Merlin. Den habe ich auch schon vor zwei Jahren angefangen zu stricken. Und ich habe schon diesen ganzen Streifenteil hier fertig gehabt. So, und war dann irgendwo hier mitten im Muster und da habe ich aufgehört, weil ich da irgendwo einen Fehler drin hatte. Und seitdem lag das halt irgendwie rum. So, und ich wusste noch, dass ich auch definitiv zu wenig Wolle hatte, aber ich wollte unbedingt daraus dieses Tuch stricken. Und zwar ist das die Lana Crosser Seta Lace. Ich kann sie euch jetzt leider nicht mehr zeigen, weil ich halt alles verstrickt habe. Das ist Garn aus Alpaka und Seide. Und die ist echt super weich. Also ein richtig schönes Tuch ist das geworden. Und ich habe dann nochmal diesen Lace-Teil aufgemacht bis hier unten und habe den dann komplett neu gestrickt. So sieht das aus. Ich zeige das mal eben hier. So, ein bisschen in Gänze. Vielleicht sieht man das, das ist nämlich echt riesig geworden. Auch da habe ich die Fäden noch nicht vernäht. Das muss ich auch noch machen. Und dann war ich hier so mitten in dem zweiten und letzten Lace-Abschnitt. Und wo sieht man es? Hier ist der Faden. Es hat nicht ganz gereicht. Ich habe dann doch noch mal was nachbestellt. Und wenn man ganz genau hinsieht, ich meine, es war klar, dass ich nicht die gleiche Farbpartie kriege, aber hier sieht man es doch ein bisschen stärker, dass es halt wirklich eine andere Farbe ist. Also nicht eine andere Farbe, sondern eine andere Partie. Denn das andere Rosa hier unten, ich hoffe, man sieht das jetzt, das ist ein bisschen kräftiger als das hier oben. Könnt ihr das sehen? Auf den Fotos sieht man das auf jeden Fall. Ich hoffe, ich nehme überhaupt die ganze Zeit auf und dreht hier keinen Stuss vor mich hin. Ja, also das Tuch ist fertig. Ich habe es auch gewaschen und gespannt, wie man sieht. Ich habe vor allem nur, diesen Lace-Teil hier, den habe ich gespannt. Das hier zwischen zwangsweise auch. Sehe ich das richtig rum gerade? Nee. So rum heißt es richtig. Also. Diesen Lace-Teil, den habe ich gespannt und hier oben auch, das hier zwischendurch halt auch und hier unten, das sieht man, das zieht sich nicht so auseinander wie hier oben. Also es wäre eigentlich noch viel größer, dieses Tuch. Kann man das mal umwickeln? Also eigentlich halt überhaupt nicht mehr meins, weil ich diese Riesentücher überhaupt nicht mehr leiden kann, weil ich diese langen Zipfel, oh, ist doch nervig. Und vom Tuch sieht man am Ende, naja gut, so ein bisschen was. Aber auch nicht viel. Und diese Spitze, ja, die hängt immer irgendwo hier so rum. Also weiß ich nicht. Ist nicht mehr so mein Geschmack. Aber irgendjemand wird sich darüber freuen. Oder ich behalte es einfach. Irgendwann schenke ich das mal oder so.
Ist doch ein schönes Muttertagsgeschenk. Vielleicht kriegt meine Mama das. So, hätten wir das auch geklärt. Die mag nämlich rosa und grau auch ganz gerne. Und wenn ich sage auch ganz gerne, dann werdet ihr gleich mal sehen, was ich noch alles in rosa stricken werde. Ja, also das ist das dritte fertige Projekt. Ein Langzeit-UFO, das jetzt endlich fertig geworden ist. Gott sei Dank, eine Sorge weniger. Ja, so. Und dann musste ich unbedingt den Sorel-Sweater, jetzt ist die Katze auf den Kratzbaum geklettert, ich musste unbedingt den Sorel-Sweater anfangen von Dank Fiber und Abby Nitz, auch unter Wool and Pine bekannt. Und den habe ich angefangen am 20.03. Und ich war fertig, ich glaube 10 Tage später. Oh, es hat so Spaß gemacht, den zu stricken. Ausgesucht, was heißt ausgesucht? In meinem Stash, also ist das auch hier Stash-Abbau mal wieder, befand sich nämlich noch ein Fade-Set von Melinda. Und den habe ich geschenkt bekommen. So. Ich habe nämlich noch aus meinem Stash ein Fade-Set von Melinda gehabt, von Samli Dyeworks. In folgenden Farben. Also dieses helle. Der Fade nennt sich übrigens Bark. Das ist alles Merino-Wolle. Also genau, Wolle vom Merino-Schaf. Dann die zweite Farbe. Ist schon ein bisschen dunkler. Und die habe ich euch auch schon mal gezeigt. Nämlich wollte ich daraus eigentlich den Spector stricken von Jorge Locatelli. Das ist die dritte Farbe. Also ihr seht, ich habe noch einiges übrig. Und die vierte. So ganz dunkel. Und was mich im Endeffekt davon abgehalten hat, den Spector daraus zu stricken, ist dieser etwas krassere Übergang. Von der zweiten zur dritten Farbe. Das ist halt schon etwas stärker. Aber da der Sorel zusammen mit einem Mohair gestrickt wird, verblasst das so ein bisschen, ist gut, ein bisschen mehr. Ich habe mir dafür allerdings kein Mohairgarn ausgesucht, sondern von Drops die Brushed Alpaca Silk. Die ist halt auch so fusselig, ne? Weil die halt brushed ist. Die hat auch hier die Fäden hängen. Und die ist super weich, weil es halt Alpaca ist. Und ich habe mir hier so einen mittleren Ton ausgesucht, der halt irgendwie zu keinem so ganz passt. Und dadurch, also zu dem zweiten passt er eigentlich ganz gut. Da fällt der Unterschied kaum auf. Das helle hier, das wird so ein bisschen verdunkelt dadurch. Und diese anderen dunklen Farben, die werden halt ein bisschen heller dadurch. Also dieses Brush, das macht, oder so ein Beilaufgarn, so ein fusseliger, der macht echt viel aus. Und jetzt zeige ich euch doch einfach mal den fertigen Punkt. Und zwar sieht der so aus. Ist der nicht schön? Oh Gott, ja. Ich habe mich mal wieder nicht ganz an die Anleitung gehalten. Eigentlich ist das Bündchen hier oben viel, viel länger, aber wie so manch anderer Podcaster wollte ich das auch nicht so eng am Hals haben. Und habe dann einfach nur, ich glaube, statt der angegebenen Zentimeter nur 1 Zentimeter gestrickt. Und ich glaube, habe ich es aufgeschrieben, natürlich nicht, in Größe M oder Größe S. Ich hab Maß genommen an mir und habe die Größe gestrickt, die gepasst hat. Also ich habe nicht größer oder kleiner oder sonst irgendwas gestrickt, genau die Größe, die es sein sollte. Ja, und den habe ich jetzt auch schon 1-2 Mal angehabt. Und wie man sieht von diesem Verlauf, also man sieht ihn, aber er ist halt wirklich schleichen, ne? Von dem hellen in dieses mittlere und hier fängt schon das dunklere an, irgendwo, ich glaube hier. Und dann dieses, hier. Also hier ist irgendwo der Übergang. Also ich sehe es schon gar nicht mehr. Vielleicht bin ich auch zu nah dran. Und hier unten ist wirklich nur so ein kurzes Stück in dem ganz dunklen gestrickt.
Bei den Ärmeln war es ein bisschen anders, da habe ich mehr in dem ganz dunklen Ton gestrickt, aber auch das fällt gar nicht auf, weil das halt so wunderbar ineinander übergeht. So. Ja. Womit ich so ein bisschen Probleme hatte, war diesen Faden auch jedes Mal mitzunehmen. Also manchmal diesen Brushed, also den zweiten, der hat sich manchmal so ein bisschen dazwischen gemogelt. Und dann musste ich den wieder hochhäkeln, aber das, wenn man es früh genug merkt, ist es nicht so schlimm, außer man muss hier irgendwie bis nach ganz oben zurückstricken. Also nicht zurückstricken, sondern die Masche fallen lassen und dann wieder hochhäkeln. Das ist ein bisschen nervig, aber auch alles machbar. Ja. Wie wird dieser Pullover gestrickt? Man fängt hier oben natürlich an, wie die meisten RVOs, die ich in letzter Zeit gestrickt habe. Meine Arme oben kleben. So. Genau. Und dann kommen diese schönen Zöpfe mit Zunahmen. Für diese Zöpfe gibt es auch nochmal ein extra Video. Also in der Anleitung ist das verlinkt und dadurch mit dem Code, der in der Anleitung steht, kann man sich dieses Video dann angucken, damit man weiß, wie dieser Zopf gestrickt wird. Ja, da ziemlich viele linke Maschen am Ende auf einen zukommen, wird der am Ende inside out gestrickt. Also das heißt, man wendet das gute Stück nach innen und hat dann nur rechte Maschen, die man stricken muss. So ist das mit den Ärmeln auch. Nur am Ende zum Bündchen, wenn man das Bündchen strickt, dann wendet man das wieder nach außen, strickt das Bündchen, kettet ab und fertig. Ich habe diesmal ganz normal diese Überziehmaschen gemacht und keinen italienischen Bind-Off, weil ich da keine Lust zu hatte. Und weil die Ärmel ja meistens irgendwie zu kurz sind und ich keine Lust hatte, den wieder aufzufummeln und dann nochmal neu abzuketten. Und ja, natürlich waren sie jetzt genau richtig lang, also hätte ich das gleich machen können. Aber egal, so gefällt mir das auch ganz gut. Hier oben habe ich norwegisch angefangen, einen norwegischen Maschenanschlag gemacht, weil der einfach weiter auseinander geht, also elastischer ist. Und dadurch halt hier oben schön anliegt. Ja, genau. Übrigens trage ich heute auch Wolle. Ich trage Wolle von Melinda. Das klingt doch auch schön. Ich trage ein T-Shirt, das ich aus Melindas Wolle gestrickt habe. Und zwar ist es auch ein Fade-Set gewesen, das ich für den Rose-Cardigan benutzt hatte. Und da hatte ich halt auch noch so viel übrig, dass ich mir dieses T-Shirt, steh nochmal auf, daraus stricken konnte. Ich habe mit dem Dunklen angefangen und dann wurde das hier immer heller. Ich hoffe, ihr seht das jetzt. Ja, genau. Das habe ich nach einer kostenlosen Anleitung für den Flex Night gemacht und habe dann einfach die Ärmel ein bisschen variiert. Ich habe statt nur so einen Streifen hier kraus-rechts zu stricken, den ganzen Ärmel kraus-rechts gestrickt, oder links, nee, kraus-rechts. Und dann nur so ein kurzes Bündchen noch angestrickt, damit das schon kurz ist. Und so kann ich das zumindest heute, wenn so die ersten warmen Tage kommen, auch mal tragen. Ja, so, das waren noch nicht alle fertigen Projekte. Eins habe ich noch für euch, denn ich habe euch im letzten Video ja die Socken gezeigt aus der Schachenmeier Tweet. Das ist Sechsfachwolle. So sehen die fertigen Socken aus. Diesmal in hell. Letztes Mal habe ich euch fertige Socken in so einem Beige-Ton gezeigt. Und ich liebe ja diese Tweed-Optik, ne? Das sieht so toll aus. Ich habe allerdings diesmal etwas anders gemacht. Und zwar habe ich hier oben eins rechts, eins links länger gestrickt als vorher. Habe dann genau das zwei rechts, zwei links Muster weitergemacht. Habe keine klassische Pummelrand-Ferse, sondern eine Shadow-Rip-Ferse gestrickt. So sieht das dann aus. Und ich habe tatsächlich keine Löcher. Ich bin echt happy. Also man sieht, das zieht sich nur so ein bisschen auseinander hier an dem Übergang zu dem linken. Aber kein Loch. Also bei den Bumerang-Socken habe ich definitiv größere Löcher. Und die zweite Socke ist auch fertig. Und da habe ich es, glaube ich, sogar noch ein bisschen besser hinbekommen mit der Shadow-Rip-Ferse. Also die
Merke ich mir auf jeden Fall. Sieht man das nochmal? Das ist die zweite Socke. Ja. Jetzt habe ich noch welche in so einem Schwarz und einen Grün. Die werde ich auch noch stricken. Und dann kommen alle vier Paare zu der Frau Wollzeit für ihre Aktion für Obdachlose zu stricken. Das wollte ich nämlich dieses Jahr auch unterstützen. Und finde, so schöne dicke Wolle, gerade für den Winter, sind die Socken, glaube ich, perfekt. Ich werde, das ist jetzt so eine Größe 40, 41. Ich werde, glaube ich, nochmal Männersocken stricken aus den anderen beiden, weil die ja ein bisschen dunkler sind. Und ja, das sind ja große Knäuel mit 100 Gramm, glaube ich. Von daher, also das reicht locker für eine Größe 45. Also das beides folgt dann auch noch demnächst. Ja, und somit hätten wir den März abgearbeitet. Und dann kann ich euch zeigen, was ich neu auf den Nadeln habe für den April. Und was hier noch so neu eingezogen ist bei mir. So, und zwar im April habe ich mir vorgenommen, den Susurrus mit Ellie von Verstrickt und Zugenäht und Annette von The Nerd Knits zu stricken. Und dafür habe ich mir Wolle bestellt. Und ich wollte unbedingt was bei Katinchen kaufen. Weil letztes Jahr in Leipzig war sie auch. Und ich konnte mich da einfach nicht entscheiden, welche Wolle ich mitnehmen soll. Und habe mir schon damals gesagt, nächstes Jahr, wenn Leipzig ist und sie wieder da ist, kaufe ich mir da was. Nun ist es so, Leipzig fällt leider aus, beziehungsweise wurde verschoben und ich wollte trotzdem gerne Garn von ihr haben für diesen Pullover. Und da habe ich mir Folgendes bestellt. Einmal das Mohair. Das finde ich so schön. Also ich weiß nicht, was mit mir los ist. Lila ist im Moment voll mein Ding. Liegt vielleicht an der Jahreszeit, dass so langsam Frühling und Farbe hier rein muss. In den Podcast. Ja, Venus ist Kitzel Glaze, 72% Mohair und 28% Seide und hat auf 50 Gramm 420 Meter. Ja, die habe ich mir gekauft. Und ich habe mir bei Ovillo auch noch was mitgenommen, denn die Wolle von Corinna liebe ich auch über alles. Die ist wirklich toll und ich habe schon lange nichts mehr daraus gestrickt. Deshalb musste da auch noch was her und zwar habe ich mir da dieses Rosa ausgesucht. Das nennt sich Little Romance 2. Es gab auch noch eins, aber ich habe zwei genommen. Genau, zwei Stränge davon und ich habe mir drei Stränge von dem Mohair bestellt. Und das ist 100% Wolle Merino Superwash und hat 400 Meter auf 100 Gramm. Dann habe ich die Maschenprobe dazu gestrickt und die sieht so aus für den Susurrus. Ich zeige euch die einfach mal, da ist nämlich noch was anderes, eine andere Farbe mit dran. So, so sieht die Maschenprobe aus, hier oben. Aber da mir das irgendwie nicht so mega gefallen hat, weil mir der Kontrast irgendwie zu schwach war, habe ich noch so was Helles mit dran gestrickt, um zu sehen, wie das aussieht. Und das Helle gefällt mir grundsätzlich besser, allerdings nicht mit dem Mohair. Ja, und was machen wir dann? Wir bestellen neue Wolle. Habe ich jetzt noch nicht gemacht, muss ich aber noch tun, damit ich auch endlich anfangen kann. Dieses Helle hier, das ist übrigens auch von Katinchen. Das ist die Färbung Kitten. Die hat es mir auch echt angetan. Ich hatte ihr nämlich noch geschrieben, ob sie meint, dass das zusammenpasst. Und dann konnte ich nicht auf die Antwort abwarten und habe schon das Mohair bestellt. Wie das immer so ist. Man kann ja nicht warten, man muss immer alles sofort haben. Und ich denke mal, mit einem einfarbigeren Mohair, das vielleicht so ein bisschen mehr ins Rosa statt ins Lila geht. Oder, ja, weiß ich auch nicht. Also es muss irgendwie so wie das hier sein, nur als Mohair. Dann hätte mir das vielleicht gefallen.
Aber ich kann jetzt nicht auch nochmal Mohair und handgefärbte Wolle dafür bestellen. Das ist mir diesen Monat einfach zu teuer. Und deshalb wird da wohl eine günstige Alternative her müssen. Nichtsdestotrotz habe ich ein anderes Projekt aus dieser Wolle angestrickt. Denn es wurde ja für den Strick 6 in 2020 auch schon die zweite Zahl gezogen. Das ist die Nummer 6 oder gewürfelt und das war die Nummer 6. Und das ist bei mir der No-Frills-Sweater. Den wollte ich eigentlich aus Garn aus Leipzig vom letzten Jahr stricken. Habe mich jetzt aber dazu entschlossen, die beiden Schätze zusammen als No-Frills zu verstricken und hoffe, dass meine Wolle reicht. Ich lebe irgendwie gerne am Limit, glaube ich. Also ich habe ja von dem nur zwei Stränge und ich bräuchte, glaube ich, noch einen halben dazu. Ja, mal gucken. Also ich habe jetzt, der ist ja so ein bisschen oversized, der No Frills. Und ich habe ihn auch in der angegebenen Größe gestrickt, damit der halt nicht so eng ist, weil sonst verliert er ja irgendwie seinen Charme. Und jetzt hoffe ich einfach mal, dass ich damit irgendwie hinkomme. Ja, ich zeige euch den mal, denn ich habe schon ein ganzes Knäuel verstrickt von der Sockenwolle. Und geht das hier los? So ungehört ja. So weit bin ich da. Und die Farbe ist so, so, so schön. Oh mein Gott, ich bin so verliebt. Der wird echt, also ich liebe ihn jetzt schon. Und er muss einfach, es muss reichen. Ansonsten muss ich irgendwie Corinna von Ovillo nochmal dazu irgendwie überreden, mir nochmal so einen Knäuel zu färben. Ja, oder zumindest so ähnlich, damit ich vielleicht unten das Bündchen dann daran stricken kann. Also mein Plan ist es, ich weiß noch nicht, ob ich jetzt erst den Körper zu Ende stricken soll und dann die Ärmel. Mir fehlt ja nicht mehr so viel. Denke ich jedes Mal und stelle fest, es fehlt doch noch einiges. Also, das sieht jetzt auch, der geht mir so unter die Brust, ne, wenn ihr das so seht. Also, da fehlt noch so ein Stück. Und wenn ich das alles mit einem Strang geschafft habe, vielleicht schaffe ich das bis hier unten ja auch. Oder ich stricke den so ein bisschen crop, dass ich den über irgendwelche. Das geht natürlich auch. Dass ich den über irgendwelche Kleider anziehe, zum Beispiel. Ich habe sogar eins mit so dunkel ist das, mit so rosa Blüten drauf. Das ist echt schön. Aber wäre mir sonst zu kalt. Immer so schwere Entscheidung. Also von dem Mohair habe ich ja mehr als genug. Denn wer lesen kann in der Anleitung für den Susurrus, ist klar ein Vorteil. Da steht nämlich, man braucht drei Stränge Lace, also Kitzsilk, Mohair, Gedöns. Allerdings benutzt sie keine 50 Gramm Stränge, sondern nur 25 Gramm Stränge. Also hätten mir auch zwei gereicht. Also, wenn ihr das Video seht und euch noch überlegen wollt, diesen Pullover zu stricken, denkt dran, wenn ihr 50 Gramm Stränge kauft, braucht ihr nur zwei. Ja. Egal. Jetzt habe ich auf jeden Fall genug, um diesen Pullover zu stricken. Und was ich ja gerade eben schon bei dem Sorel gesagt habe, ist es ja so, dass das Mohair die Farbe so ein bisschen aufhebt von dem. Also wenn ich, oh meine Nase, ich weiß gar nicht, was heute los ist. Also wenn ich nicht genau diesen Farbton nochmal kriege, ist das gar nicht so schlimm, weil es wahrscheinlich gar nicht auffallen wird, wenn ich hier unten am Ende eine etwas andere Farbe habe. Ja. Das ist das erste Teil, was ich angestrickt habe für den April. Und dann gibt es noch ein bisschen neue Wolle, die hier eingezogen ist. Ja, die möchte ich euch nicht vorenthalten, denn für die meisten steht auch schon der Plan, was daraus. Oh, das Knäuel ist abgehauen. Was daraus werden soll. Ich habe bei der lieben Corinna von Uvillo nämlich nicht nur diese rosa Stränge bestellt, sondern auch noch Garn in Decay-Stärke. Und zwar einmal dieses schöne Blau. Und wie sollte es anders sein?
mit so einem schönen Rosaton oder Lila schon fast. Hat die Farbe auch einen Namen? Nee, da steht nichts bei. Und das ist, muss ich mal gucken, Merino Seide Yak in DK. 60% Merino Superwash und 20% Seide und 20% Yak. Und aus denen soll ein Cardigan werden. Und zwar von Sidi Spit. Asita Krebs. Walk in the Dawn, genau. Den hat die liebe Kirstin nämlich auch schon gestrickt von Quick Strick. Und ihre ist auch so schön geworden. Oh mein Gott! Ja. Und ich wollte ihn schon so lange stricken und jetzt brauche ich tatsächlich mal einen Cardigan für mich. Und deshalb durfte die Wolle mitkommen. Ja. War noch genau 3 Stränge von dem Blau waren noch da und einer von dem Lila fehlte nur noch. Genau. Also, ups. Das wird mein Walk in the Dawn Cardigan. So, was habe ich noch bestellt? Ich habe mir das erste Mal Garn von Mondlichtgarne bestellt. Denn die Liebe hatte ein Shop-Update und ich möchte nämlich noch ein Cardigan stricken. Das ist auch Kirstin dran schuld. Die versteuert ganz schön viele Viren, obwohl sie ihr noch nicht fertig hat. Aber den haben auch schon mehrere gestrickt. Ja. Die liebe Niki hat den auch schon gestrickt, glaube ich, meine ich. Ja, Niki von Nikis Nadelzauber und auch noch viel, viel mehr. Da sind wir ja nicht die Einzigen, die den stricken. Nämlich den Elton von Hochi Locatelli. Und sie hatte so ein schönes Set bei sich im Shop. Und wie sollte es anders sein? Es ist auch rosa. Ja, also ich bin irgendwie voll im Frühlingsmodus und brauche rosa, rosa, rosa. Das ist Single Garn. Aus, ja, auch Merino-Schurwolle ist das. Hat 366 Meter auf 100 Gramm. Diese Farbe nennt sich Englische Rose. Guck mal, diese schönen Maschen. Anhänger, Markierer und ein Knopf gab es noch mit dazu. Und in dem Set waren halt 2 Stränge von diesem Single-Garn. Und das Mohair, das nennt sich Rosenblätter. Und das sieht auch echt schön aus. Ja, und so fluffig. Ja, das ist Kitzelig Mohair und Seide. 72%, 28% und hat 420 Meter auf 50 Gramm. Ja, das wird also irgendwann im Laufe des Jahres ein Elterncardigan, den ich hoffentlich früh genug fertig kriege, dass ich ihn dann im Sommer irgendwann mal tragen kann. Und dazu, ach, das habe ich ganz, ja doch, der war da mit drin. Da gab es nämlich auch noch einen Mini-Strang mit bei. Wo ist er denn? Nämlich diese schöne Farbe. Der sieht auch toll aus. Was ich mit diesem Mini-Strang mache, oh, ich weiß es noch nicht. Irgendwann wird da mal was draus. Ich habe da so eine kleine Idee, aber ja. Mal schauen, ob es tatsächlich da was dann auch wird. Genau. Genau. Haben wir wieder alle Füllwörter benutzt, diese Folge. Das ist doch sehr schön. Was ich mir noch neu gekauft habe, ist von Ikea dieser schöne Korb. Ich habe vergessen, wie er heißt. Aber da ist er. Schon wieder ein Motorrad. Ja. Bei dem schönen Wetter müssen die Motorradfahrer ja auch mal raus. Ja. Den Korb habe ich mir gekauft bei Ikea. Und das Gute war, also was heißt das Gute? Dank Corona ist ja alles zu. Was ja erstmal grundsätzlich schlecht ist, wenn man shoppen gehen möchte. Ich gehe ja auch nicht gerne shoppen, außer Wolle und zu Ikea. Es ist, wie es ist. Ja, so. Und dann ist es aber so gewesen, dass Ikea das Click and Collect vergrößert hat, ausgebaut hat, wie auch immer. Also man kann jetzt alles tatsächlich, glaube ich, was vorrätig ist, dort sich bestellen und abholen. Und genau das habe ich gemacht. Ich habe diesen Korb bestellt und ich habe mir diesen Servierwagen, ist das eigentlich, bestellt und mitgenommen. Also da sind wir dann montags hingefahren, haben den abgeholt
gleich alles aufgebaut. Und jetzt steht dieses Körbchen da schön bei mir neben der Strickecke. Das zeige ich euch dann im nächsten Video. Mal. Und da ist nämlich jetzt das ganze Strickzeug drin. Ja, so sieht das aus. Achso, eins habe ich noch für April. Denn ich habe noch Wolle von Drops bestellt. Für einen Cardigan, den ich teststricken darf. Mehr verrate ich dazu jetzt noch nicht. Ich zeige euch aber schon mal die Farbe. Die ist nämlich der Oberknaller. Und es ist nicht pink, sondern es ist türkis. Haha. Wollen ja nicht unsere Lieblingsfarben hier vergessen. So ein wunderschöner Blauton. Und das ist die Drops Andes Unicolor. Und die besteht aus 65% Wolle und 35% Alpaka. Und hat auf 100 Gramm 90 Meter. Ja. Genau. Daraus wird dieser Kinder-Cardigan, also es ist ein Kinder-Cardigan. Und meine Freundin hat sich für ihre Tochter dann dieses coole Türkis ausgesucht. Finde ich richtig klasse. Und ja, also bis zum 30. April soll der Cardigan fertig werden, laut der Autorin, Designerin. Und das wird auch machbar sein, denn gestrickt wird, also normalerweise wird die hier, glaube ich, auf 9 mm Nadeln gestrickt. Ja. Und jetzt stricken wir zwar mit 6 mm, aber das wird ruckzuck vorne gehen. Also da fehlt nicht viel. Ja. Apropos 6 mm Nadeln, einen großen Dank geht an Anja raus. Meine liebe Strickfreundin aus unserem Stricktreffen. Denn die hat mir freundlicherweise ihre 6 mm Nadeln zur Verfügung gestellt. Hat sie mir am Wochenende schnell in den Briefkasten geschmissen, weil Kontaktverbot. Aber ohne die könnte ich jetzt nicht anfangen zu stricken. Also, danke, 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 danke für deine Hilfe. Ich hoffe, wir sehen uns auch bald mal wieder zum Stricken. Denn so langsam vermisse ich das schon ganz schön. Also, ich stricke ja sonst auch immer alleine hier auf dem Sofa. Aber die Donnerstage alle 2 Wochen, die waren schon ganz schön, alle zusammen. Ja, ich glaube, so geht es euch allen, oder? Ich meine, ich bin ja in der Apotheke beschäftigt und habe dementsprechend auch noch meinen Job und wir haben auch viel zu tun. Wobei das jetzt langsam wieder abflaut, Gott sei Dank. Also als das so losging und noch nicht ganz gewiss war, wohin die Reise geht, ob die Schulen geschlossen werden oder nicht, da war bei uns echt die Hölle los. Und dann habe ich auch noch eine Blasenentzündung bekommen und bin ausgefallen. Also das war echt ganz schön blöd. Aber mir ging es so dreckig. Und ja, ich musste dann leider eine Woche zu Hause bleiben. Lag auch nur mit Wärmflasche im Bett und konnte nichts anderes tun, weil mir ging das echt schlecht. Wir waren am Wochenende dann sogar noch beim Notdienst, weil es nicht besser geworden ist. Und haben ein anderes Antibiotikum bekommen. Und oh, Drama. Naja, und dann... Genau, dann stand fest, dass die Schulen zumachen und bis Mittwoch war ich krankgeschrieben. Ab Donnerstag bin ich wieder arbeiten gegangen und ab Donnerstag war mein Freund dann auch zu Hause, weil da dann auch schon feststand, dass die ihren Laden auch erstmal dicht machen müssen und zu Hause arbeiten war ja soweit möglich. Deshalb war er dann zu Hause. Ich musste mir Gott sei Dank keine Sorgen um die Betreuung für mein Kind machen und ja. Jetzt ist der Kleine erstmal eine Woche bei seinem Papa, denn mittlerweile haben wir hier in Niedersachsen regulär Osterferien. Und eigentlich wäre ich heute in Leipzig gewesen. Es ist ja auch ausgefallen. Ach Mensch, naja. Wir konnten Gott sei Dank, also Jan und ich hatte das Hotel gebucht für Leipzig. Ich konnte das ganz problemlos über Booking, sogar kostenlos umlegen lassen auf das neue Datum für Leipzig, das ja im September ist. Ich habe, glaube ich, 50 Mal nachgeguckt. 18. und 19. Das sind die Übernachtungen. Also vom 18. bis zum 20. oder am 19. und 20. ist das Wollfest und wir sind am 18. und 19. zur Übernachtung da. Glaube ich, dass es das Wochenende war. Ja. Und ich konnte auch bei der Bahn mein Sparpreis-Zugticket stornieren und habe dafür eine Gutschrift bekommen, die jetzt sogar noch bis 2023 gültig ist. Also werde ich mir dann nochmal eine neue Zugverbindung raussuchen können. Aber das mache ich erst, wenn ich weiß, dass das definitiv im September stattfinden wird. Denn wer weiß,
wie lange das hier alles noch geht. Ja. Der Vorteil für uns Stricker ist, wir können uns gut selbst beschäftigen. Wolle wird auch noch geliefert, solange die Deutsche Post oder auch alle anderen Versender mitmachen. Und genau deshalb werde ich mich jetzt wieder an die Nadeln setzen und die Zeit hier irgendwie totschlagen, bis das ganze Drama vorbei ist und wir uns alle wieder sehen können. Ja. Ich wünsche euch eine schöne Strickzeit. Lasst euch nicht ärgern, macht euch nicht verrückt, macht keine Hamsterkäufe. Mein Gott, wir mussten letztens Toilettenpapier kaufen, weil wir echt nichts mehr hatten. Und Gott sei Dank, also hier bei uns im Ort geht's noch, wobei die Regale ständig immer wieder leer sind. Ich weiß nicht, was die alle mit dem Klopapier machen. Alle fragen sich, was mit dem Klopapier gemacht wird, aber es ist immer weg. Keiner weiß, was damit passiert. Benutzen die Leute das noch für irgendwelche anderen Sachen als auf der Toilette? Ich weiß es nicht. Ja. Meine Schwester wohnt in Hannover seit Februar. Und die hatte auch echt Probleme, an Klopapier zu kommen. Also, das kann man sich gar nicht vorstellen. Die hat gesagt, oh Gott, also wir hätten eigentlich letzte Woche schon was kaufen müssen. Aber so langsam ist echt, also dringend Not und wir hoffen, wir finden was. Wir haben Gott sei Dank was gefunden, ansonsten hätten wir welches geschickt. Oh Gott, ey, Klopapier mit der Post schicken ist ja dann auch schon ein bisschen, nicht, dass das unterwegs verloren geht. Ja. Also, wer hätte gedacht, dass uns sowas mal passiert? Ich glaube, keiner. Wobei ich beim letzten Stricktreffen noch gesagt habe, also entweder werden wir irgendwann mal zu Zombies oder irgendwie so eine Alien-Apokalypse trifft ein. Genau, es wird ein Virus geben und wir alle werden zu Zombies. Das ist Gott sei Dank nicht eingetreten. Wir werden nur alle krank oder es, ja, sterben leider auch viele Menschen daran, was wirklich echt traurig ist. Deshalb bleibt zu Hause, damit ihr niemanden anstecken könnt. Ja, das ist echt wichtig. Haltet euch einfach daran, was das Bundesgesundheitsministerium, das Robert-Koch-Institut, was die empfehlen, und hört auf, irgendwelche Panik zu verbreiten durch irgendwelche Hamsterkäufe oder sonst irgendwas. Ja, so. Muss gesagt werden. Ist nun mal leider so. Ja. Genau, die Alternative zu der Zombie-Apokalypse wäre übrigens, dass die Roboter die Herrschaft an sich reißen. Also irgendwann ist es soweit. Ich habe gedacht, das mit den Robotern trifft eher ein. Gut, die Zombie-Apokalypse trifft auch nicht ein, aber gefühlt verhalten die Menschen sich so mit ihren Hamsterkäufen. Ja, egal. Was wir gemacht haben, als es losging mit Corona, an dem Mittwoch, bevor mein Freund dann zu Hause geblieben ist, haben wir uns mit dem örtlichen Tierheim in Verbindung gesetzt und haben gesagt, wir wollten sowieso eine zweite Katze haben. Wollten wir uns eigentlich erst nach dem Sommer holen, wenn wir alle unsere Aktivitäten durchgeführt haben, sprich Fußball-EM verschoben, Deichbrand-Festival im Juni. Oh, ich hoffe so sehr, dass das stattfinden wird, aber ich bezweifle es stark. Ja, es sind noch 2 Monate, ne? Aber ich glaube, dann ist es noch nicht vorbei und es wird noch, ich glaube nicht, dass es dann vorbei ist, dass dann schon wieder alles seine geregelten Bahnen geht. Ich bin da nicht so optimistisch. Egal. Also ich denke, dass wir dann schon wieder raus dürfen und alles wieder einigermaßen normal ist. Aber diese Großveranstaltung, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Mal gucken. Ja. Zurück. Also nachdem, jetzt nochmal kurz, kuddelig. Also nachdem wir unseren Urlaub in Italien, den können wir auch knicken, vielleicht Urlaub in Schweden, mal gucken, ob wir den noch machen können. Eigentlich wollten wir uns danach erst eine zweite Katze zulegen, aber da wir jetzt ja notgedrungen mindestens 4-5 Wochen zu Hause sind, also einer von uns zumindest, ich darf ja noch arbeiten gehen, haben wir uns entschlossen, uns eine zweite Katze jetzt schon zu besorgen aus dem Tierheim. Ich habe denen eine Mail geschickt und die haben mir auch gleich geantwortet, dass sie auch jemanden da hätten, der in Frage kommt. Dann haben wir einen Termin ausgemacht und dann sind wir da hingefahren, weil die müssen ja auch aufpassen, dass sie kein Corona da kriegen, weil dann sind die ganzen Tiere ohne Betreuung und das wollen wir ja alle nicht. Und haben unseren Kater mitgenommen. Jetzt haben wir 2 Katzen, also 2 Kater, die sich noch nicht so ganz verstehen. Also Milky ist jetzt seit 2,5, 3 Wochen knapp bei uns.
Und unser Leo, der faucht ihn noch ganz schön oft an, wenn er zu nah vorbeiläuft. Der chillt hier gerade in seinem neuen Kratzbaum. Zeige ich euch auch mal bei Gelegenheit. Aber der Milky, der ist ganz ruhig und ist, glaube ich, ganz glücklich bei uns zu sein. Jetzt ist er heute das erste Mal draußen, nach 3 Wochen knapp. Mein Freund hat ein bisschen Angst, dass er nicht wiederkommt. Ich bin auch sehr optimistisch. Ich glaube, der genießt einfach das schöne Wetter. Und ja, so sieht das bei uns aus. Wir haben noch eine Katze und sind damit voll beschäftigt. Demnächst vielleicht mit Suchen danach. Ja, mal schauen. So, genug geredet. Genießt das schöne Wetter. Genießt die nicht freie Zeit, sondern versucht das Beste draus zu machen. So, bis zum nächsten Mal. Tschüss.